Kapitel 2. Der Affe Chichi. An einem Abend, als alle Tiere schon schliefen, klopfte es beim Doktor an der Tür. »Wer ist da?«, fragte Aibolitsch. »Ich bin's«, antwortete eine Stimme zaghaft. Der Doktor machte auf und ins Zimmer kam ein sehr mageres und schmutziges Äffchen. Der Doktor setzte es aufs Sofa und fragte, »Was tut dir denn weh?« »Mein Hals«, sagte das Äffchen und begann bitterlich zu weinen. Da erst sah der Doktor, dass es einen groben Strick um den Hals hatte. »Ich bin dem bösen Leierkastenmann davon gelaufen«, erzählte das Äffchen unter Tränen. »Er hat mich geschlagen und gequält und am Strick überall mitgezerrt.« Der Doktor nahm eine Schere, schnitt den Strick durch und bestrich dem Äffchen den Hals mit einer wunderbaren Salbe, von der die Schmerzen sofort vergingen. Später badete er es im Waschtrog, gab ihm zu essen und sagte, »Bleib bei mir, liebes Äffchen. Ich will nicht, dass man dich quält.« Das Äffchen war darüber sehr glücklich. Als es aber am Tisch saß und die großen Nüsse knackte, mit denen der Doktor es bewirtete, kam plötzlich der böse Leierkastenmann ins Zimmer gestürzt. »Gib mir meinen Affen her«, schrie er. »Der Affe gehört mir.« »Den kriegst du nicht«, sagte der Doktor sehr energisch. »Ich gebe ihn nicht heraus, weil ich nicht will, dass du ihn quälst.« Voller Wut wollte der Leierkastenmann den Doktor bei der Kehle packen. Aibolitsch aber sagte ganz ruhig, »Mach, dass du wegkommst. Und wenn du dich mit mir raufen willst, dann rufe ich meinen Hund Awuff. Der beißt dich.« Awuff kam auch schon ins Zimmer und knurrte drohend. In der Tiersprache bedeutet das, weg mit dir, sonst beiß ich dich. Der Leierkastenmann bekam es mit der Angst zu tun und machte sich schleunigst davon. So blieb das Äffchen beim Doktor. Die Tiere gewannen es rasch lieb und nannten es Chichi. Das bedeutet in der Tiersprache, liebes Kärchen. Als Tanja und Vanja das Äffchen zu sehen bekamen, riefen sie einstimmig, ist das aber niedlich. So ein liebes Äffchen. Sofort begannen sie mit ihm zu spielen, wie mit einem guten Freund. Sie spielten mit ihm Verstecken. Dann fassten sie sich alle drei bei den Händen und liefen zum Strand, wo der Affe ihnen einen lustigen Tanz beibrachte, der in der Tiersprache Keller genannt wird.